Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Runde Steaming Around. Ja, ihr seht so schön am Rande links und rechts ein Artwork von der guten Lucia, was ich so ein bisschen mehr oder weniger geteilt habe, damit man das komplett sieht. Und ja, wir machen eine Runde Steaming Around the Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und ja, schon mal so als Anmerkung, wenn im November Binding of Isaac Rebirth kommt, werden da auf jeden Fall mehrere Folgen von auf meinem Kanal landen. Und wir fangen jetzt aber erstmal an. Ich habe ja schon so einige Charaktere freigeschaltet und ich werde auf jeden Fall Kane nutzen, weil ich fast immer mit Kane spiele. Ja, das ist ein Roguelite. Man muss halt versuchen, mit Hilfe von verschiedensten Items sich immer weiter durch die Dungeons zu arbeiten, die Bosse zu besiegen. Hier haben wir gerade erstmal Roid Rage bekommen, sind dadurch schneller und haben ein Range Upgrade bekommen. Ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich nicht jedes Item aus dem Kopf. Ich muss manchmal auch Jens fragen und ich muss den Mostek aus dem Bild nehmen. Welcher was macht. So, aber ich kann euch sagen, dass diese Gegner böse sind, weil, wie man schon gesehen hat, die haben Bomben in den Köpfen gehabt und Bomben im Kopf heißt so viel wie, ja, bei Berührung Explosion oder wenn ich halt lang genug drauf schieße mit meinen Tränen. Das ist ein Opferraum, da kann ich über die Stacheln laufen und dann könnte ich eventuell was für bekommen. Ist aber halt randommäßig. Ja, und Kane hat den Vorteil, wie man am Anfang von der Runde hier schon gesehen hat, er hat den Lucky Foot. Das heißt, er hat schon von Anfang an erhöhtes Glück und kann halt da besseres Zeug sammeln oder finden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Gubbys Head gefunden. Dadurch reduziert sich unser Leben, also die roten Herzen, auf 1, aber wir haben dafür 9 Leben. Ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. In der Regel nicht weit. Aber werden wir sehen. Das sind so Gegner, die ich hasse, weil die so random durch die Kante springen. Genauso wie die Spinnen. Die kleinen Spinnen hier. So. Ja, ich habe mal gedacht, ich nehme mal wieder ein bisschen mehr von meinen komplett random Projekten auf. Ah, wieder. Und da macht Isaac jetzt erstmal so den Anfang und ich habe dann auf jeden Fall noch ein anderes. Ah, fuck, voll reingerannt. Ein anderes Steam-Game, Free-to-Play-Game sogar, auf Lager. Da werde ich aber dann am Ende mehr dazu sagen. Ja, und wenn ich hier, wie jetzt mein neues Leben nutze, wird natürlich der Boss wieder resettet. Das heißt, ich muss wieder komplett versuchen, ihn runterzuprügeln. Und Nine Lives ist eigentlich so ein scheiß Item am Anfang. Ich hätte das eigentlich nicht mitnehmen sollen. Ich bin nämlich schon wieder fast tot. Widow zwar auch, aber ja. Hier sind so viele. Ah, verdammt! Ich kann mir nicht mal was im Shop kaufen oder den Geheimraum zu suchen. Ich muss versuchen, Widow zu besiegen. Oder er besiegt mich. Beziehungsweise die Spinne. Ich bin aber gerade ein Bewegungsklaus. Warum renne ich immer das allererste Mal in ihn rein? Ich verstehe es nicht. Boah! Also das schreit schon auf jeden Fall nach einer neuen Runde. Das ist der Vorführeffekt. Ich habe schon geschafft, dass ich hier Satan gegenüberstand, obwohl ich theoretisch noch gar nicht bei Satan sein könnte, von meinem Fortschritt her. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Isaac gesuchtet, muss ich mal dazu sagen. Oh, ein pinker Widow. Der hässliche Fliegen spawnt. Und halt keine Spinnennester mehr, sondern solche komischen anderen Dinger. Ja, klasse.
Aber den schaffe ich wohl jetzt. Diesen besonderen wieder. Ist klar. Ist klar, ja. Nee. Okay. Jetzt muss ich bloß noch diese Nester hier töten und dann habe ich diese Ebene geschafft. Jetzt kriegt man hier Desert. Beziehungsweise man hat als Item gesehen, das ist Hundefutter. Und damit ein HP-Upgrade, also ein Lebens-Upgrade. Jetzt haben wir 2 Herzen. Aber wenn ich jetzt das Leben wieder verliere, durch unseren Katzenkopf, habe ich dann bloß noch ein Herz. Und auf jeden Fall erstmal das zerstören, weil diese roten Feuer schießen auf einen. Ja, das ist ganz nett, das Item, aber naja, man kriegt bloß 10 Bomben dabei. So, und eine Mütze geben wir aus, um noch eine Bombe zu bekommen und jetzt diesen Jackpot-Automaten, diesen Dingens zu zerstören. So, hier haben wir wieder mal hässliche Spinnen drin hocken. Die ersten 2 Ebenen sind eigentlich relativ einfach. Eigentlich. Außer man hat hier bloß einen Lebenspunkt und hat zu tun, dass man sich hier irgendwie durchfighten kann. Und eine blaue Pille. Ich werde mir aber erst das Herz einstecken, bevor ich diese Pille schlucke. Wo war das hier? Ah. Eine Trollpille quasi, weil nothing happens. Ah, ein Herz. Noch ein Herz. Ah, komm her. So, mal die Scheiße hier überall entfernen. Kill that poop. Ha! Nein! Ah, verdammt, scheiß Trollbombe. Trollbomben sind Bomben, die von alleine sprengen und die einen aber auch verfolgen. Also das heißt doppelt beschissen. Ja, und jetzt haben wir hier auch noch so hässliche Spiderlings hier. Ich sag einfach mal Spiderlings, die sind. Die springen halt verdammt random durch die Kante. Und jetzt bin ich gestorben. Ist meine Bombe jetzt noch hier drin, ne? Ja. Und da waren noch mehr Bomben drin. Wuhu! Und wie ihr seht, ich habe bloß noch ein halbes Herz, beziehungsweise insgesamt ein ganzes Herz, weil natürlich das eine wieder weggenommen wurde. Judgment. Ach, da kam ein kleiner Bettler raus. So, was hast denn du Feines für mich, Bettlerjunge? Schlüssel und was noch? Nichts weiter. Na, dann tut's mir leid. Musst du leider sterben. Krieg ich wenigstens meine 2 Münzen wieder. Und wir sehen auf der Karte oben links, dass es hier unten noch weitergeht. Und da wollen wir doch. Nein. Die Fleischklumpen. Die, wie wir schon sehen, bloß horizontal und vertikal schießen. Das gleiche gibt es auch noch als Versionen, die bloß diagonal schießen. Und da hat er mich doch noch erwischt mit seinem letzten Schuss. So ein Herz. Natürlich ist ja kein Herz drin. Goddammit. Diese Fliegen, die haben einen ganz bösen Effekt, wenn die sterben. Die schießen so große, grüne, giftige Sprengkugeln. So 4 Münzen. Wir holen uns mal diese Karte. Für 3 Münzen. Der Magician. Ah, es könnte uns eventuell helfen für den Bosskampf. Mal schauen. Könnten natürlich auch dran drauf gehen, weil ja, unsere Herzen sind etwas gering. Nennen wir es mal so. Ha. Nee, Geheimraum suche ich jetzt nicht. Ach, okay, Pin. Pin ist eigentlich machbar. Eigentlich. Ich sag, der ist eigentlich machbar und rennt voll in den Rhein. Man kann natürlich Pin auch so töten, indem man ihn einfach eine Bombe vor die Nase legt und er komplett reinspringt. So, The Fool, die Karte The Fool bringt uns wieder zurück an den Startraum. Deswegen, ich werde die einfach mal behalten, aber
die wird nicht großartig von Nutzen für mich sein, denke ich mal. So, und damit sind wir schon auf Ebene 3. Oh, 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 oh. Euch hasse ich ja besonders. Das sind Typen, das ist schon eine erweiterte Version. Die sind komplett aus Fleisch, die schießen, sobald man ihnen zu nahe kommt. Und dann gibt es die aber noch mit Knochenschädel. Da kann man die bloß, den bloß Schaden zufügen, wenn die gerade hochkommen. Also das sind, ja, ich nenne es einfach mal Fleischzombies. Die einen verfolgen und die mit offenen Augen, wie diese Sorte hier, die verfolgt einen relativ schnell, wie man ja sieht. Und dann gibt es noch welche mit geschlossenen Augen, die sind recht langsam. So, wir schauen jetzt mal. Nee, ist kein Wurm. Hätte ja sein können. Diese Maden, sobald die einen sehen, in direkter Linie, verfolgen sie einen, weil sie einen fressen wollen. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Oder doch? Ach, Abo, ey. Muss in jeden Scheiß reinrennen. Aber ja, hat man ja noch irgendwo Herzen rumliegen. So. Und es geht hier oben weiter. Und diese netten, dicken Fliegen, wenn die sterben, lassen die noch so ein paar rote Schüsse, Kugeln, Tränen fallen, sag ich einfach mal. Beispiel 1 und 2. Na, das kommt, geht du auch noch drauf. Schlüssel, ja, jetzt hat es wieder mit Schlüssel überworfen. Ja, und hier die Maden, die Gesichtslosen, die machen halt bloß Schaden, wenn man direkt in die reinrennt. Die Dicken schießen halt. Ja. Schön, gerade mal so eine Vielzahl an Gegnern hier. Und wir haben Super Sloth, einer von den 7 Todsünden. Versucht gerne solche, gerade solche Bastarde, solche dicken Gegner einfach mal mit schmeiß mir die Spinne doch direkt ins Gesicht, ey. Ah! Ah! Holy fuckeroli! Ich habe mich schon durch diese Spinne dort tot gesehen. Jetzt geht drauf. Herz. Ace of Spades, okay. Ne, wir nehmen Ace of Spades mit. Und Bob's Curse, dadurch haben wir jetzt Giftbomben und extra noch 5 Bomben dazu bekommen. Ja, und das sind die Kollegen, von denen ich geredet habe. So, haben wir sie ein bisschen ausgetrickst. Das ist ein ganz geiles Item. Jetzt bin ich zu schnell vorgegangen. Bei einer gewissen Anzahl an Kills bekomme ich da Leben zurück. Hier ist natürlich nicht, dass es da eine fest vorgeschriebene Zahl gibt, aber. Und jetzt bin ich endgültig drauf gegangen, meine Leben verbraucht. Aber wir machen einfach jetzt nochmal Replay. Einfach damit die Folge noch ein Stück länger wird. Haben immerhin eine Viertelstunde durchgehalten. Ja, und hier sieht man nochmal die Tasten, die Standardtasten ASWD oder WASD besser gesagt fürs Bewegen. Links, rechts, oben, unten fürs Schießen. Shift bzw. E, um Bomben einzusetzen. Space-Taste, um Space-Item, was hier oben direkt über mir jetzt ist, einzusetzen. Und dann Pillen und Karten kann man noch mit Q einsetzen. So, was haben wir hier? Magneto. Das heißt, Items kommen zu mir geflogen. Nettes Item, aber ich habe eigentlich als Kane lieber in dem Goldraum
So ein Damage-Up-Item ist mir eigentlich lieber an sich. So, Nummer 1 Hammer. Nummer 2 auch. Weil dadurch, dass ich das Herz nicht brauche, kommt das natürlich auch nicht zu mir geflogen. Ich denke mal, in der Kiste wird jetzt netter Stuff drin sein. Oder hier bei dem Coin sieht man das halt. Ich werde jetzt von den Coins regelrecht verfolgt, weil die halt durch den Magnet zu mir geflogen kommen. Oh, Bombe habe ich jetzt keine. Das heißt, wir gehen direkt zum Boss. Was einer der apokalyptischen Reiter ist. Und der ist halt so, wenn man links oder rechts von ihm steht, macht er so einen Sturmangriff. Und wenn man über ihm, unter ihm steht, spawnt er Fliegen. Wie diese nette Fliege. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man ihn angegriffen hat, also beziehungsweise Schaden zugefügt hat. Wie hat er mich jetzt erwischt? Ich war unter ihm. What the fuck? Ah, nee. Ja, Apo, bist du dumm. Da haben wir schon mal eine Bombe. Aber wenn man ihm einen gewissen Schaden zugefügt hat, ich denke mal, ich glaube, das ist ein bisschen was über die Hälfte. Löst sich dann sein Körper und das fällt auf und da ist bloß noch der Kopf, der auf einen schießt. Der hat eine Bombe fallen gelassen, also lässt er auch eine fallen. So, und wir haben den Goldschlüssel gefunden. Ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass er droppt. Und der Goldschlüssel macht, dass wir auf der kompletten Ebene alle Türen öffnen können, ohne Schlüssel zu verbrauchen. Ist was ganz Geiles und deswegen bin ich jetzt ganz kurz mal in den Goldraum. In den Goldraum, ja, Apo. Ach, du bist so durch. In den Item Shop gegangen und jetzt haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Und hier gibt's das Ghost Baby, ein Familiar, also ein kleiner Begleiter, der Spectral Tears hat, also spektrale Tränen. Und wie man sieht, meine Tränen prallen an dem Stein ab, seine Tränen fliegen hindurch. Und er macht jetzt ein bisschen mit Schaden. Ich könnte jetzt hier so stehen bleiben und den Schaden machen lassen, wenn da nicht diese Fliegen wären, die mich schon wieder halb tot geballert hätten. Dumme Hurenfliegen. Elende. So, und wir holen uns jetzt erstmal, einfach weil ich es brauche, das Herz, was hier im Shop war. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Sonst überlebe ich den Bosskampf nicht. Ich habe halt Runs, das hat jetzt Jens auch schon mehrmals mitbekommen, der Dr. Trux. Und er ist ja nur einer, der hat über, glaub, über 100 Stunden bei Isaac. Ja, ich habe halt Runs, die laufen so perfekt geil. Und dann habe ich Runs, die gehen gar nicht. Und man sieht schon, durch das Baby habe ich jetzt vermehrt Schaden gemacht. Aber ja, bin trotzdem drauf gegangen. So, was haben wir noch für Charaktere? Wir haben Judas, der hat bloß ein Herz. Der hat dafür aber erhöhten Schaden, wie man sieht. Ist etwas langsamer als Kane und hat das Book of Belial, was extrem Schaden macht. Eve habe ich noch nicht freigeschaltet. Wir haben Samson. Der hat ein Herz und ein Silberherz oder Soul Heart. Der hat Bloodlust als Item. Das heißt, je mehr Gegner er in einem Raum tötet, umso stärker wird er für den Raum. Isaac hat drei Herzen, hat aber kein Item, hat aber eine Bombe. Maggie hat vier Herzen, hat das Yamhart, womit sie sich wieder heilen kann. Und ich werde jetzt einfach mal Samson nehmen, weil seine Ability mit Bloodlust oder Bloody Lust doch relativ geil ist. Das sieht man dann mal. Ich hoffe ja, dass jetzt als... Oh schön, HP ab erstmal. Jetzt habe ich so ein Herz am Kinn hängen, was auch zappelt. Das sieht man ganz geil, wenn ich mal hier Duke of Flies als Gegner habe, als Bossgegner. Da sieht man das richtig geil. Da läuft nämlich Samson dann nach einer gewissen Zeit rot an. Na gut, läuft er jetzt auch schon.
Weil die als einzelne Gegner gezählt haben. Ich habe quasi jetzt 4 Gegner gekillt und da ist er rot angelaufen. Oder hier wird man es jetzt schön sehen. Halt, nee. Oder? Ah, jetzt. Nach 5 Gegnern ungefähr sind die Tränen dann rot und halt extrem stark. So. Kann halt sehr hilfreich sein, wenn man Bosse hat, die wirklich relativ viele Minions, sag ich mal, spawnen. Da kann man sich damit schon einen kleinen Vorteil verschaffen, wenn man die dann alle killt und dadurch die nächste Welle dann quasi instant killt. Bei Monstro geht das natürlich nicht. Monstro ist ein Gegner, der springt durch die Kante, versucht auf einen zu springen und spuckt die ganze Zeit. Er musste es ja demonstrieren. Ja, also man muss sagen, die Bosse aus den ersten 2 Ebenen, aus den Basement-Ebenen, die sind noch relativ entspannt. Natürlich, wenn man ein scheiß Item bekommt, sind die natürlich auch ein bisschen weniger entspannend, aber naja. Da springt da wieder der gute Monstro. Und da ist jetzt schon fast Geschichte. Und das war's. Und wir bekommen noch ein HP-Upgrade. Und springen direkt mal in die nächste Ebene. Also ich muss sagen, Isaac ist so ein Spiel, das habe ich schon immer gerne gesuchtet. Habe auch gerne da bei anderen zugeguckt. Ja, und deswegen musste das ja früher oder später auch mal als Steaming Around kommen. Ah ja, noch einer von den 7 Todsünden, quasi ein Miniboss. Der kann so diese Peitschen machen und kann halt auch Bomben spawnen. Hat aber gerade nichts weiter drauf gehabt. So, wir haben jetzt 2 of Clubs gefunden, das heißt, mit der Karte können wir unsere Anzahl an Bomben verdoppeln. Sollten wir keine Bomben haben, bekommen wir automatisch 2 durch die Karte. Also wenn wir sie benutzen. Versteht sich natürlich. So. An gewissen Stellen muss man halt auch mal taktisch vorgehen. Einfach um gerade solche Gegner nach und nach zu dezimieren. Wenn ich das hier schon wieder sehe, diesen Raum, denke ich mir schon wieder, ja, Edmund, du und deine Scheißmonster. Aber dieser Fleischklump ist erfolgreich in das Feuer gerannt. Was mir dann so sagt, geil. So. Hier wartet unser erstes Leertasten-Item in dieser Aufnahme. Nämlich The Game Kit. Das habe ich mir schon freigeschaltet. Wenn ich das benutze, werde ich eine kurze Zeit lang zu Pac-Man. So, hier haben wir noch ein komplettes Herz. Das heben wir uns mal noch auf. Gerade. Einfach mal ein bisschen getrickst. Weil den Stein, den ich gesprengt habe, das war ein blauer Stein und da kann von Bomben, Schlüsseln, Soul Hearts bis hin zu Eternal Hearts oder einem Item, den Small Rock, alles drin sein. So, jetzt haben wir uns mal die Welt aufgedeckt hier. Jetzt wissen wir auch, wo wir sprengen müssen für den Geheimraum. Und ihr Fliegen geht mal gerade hart aufs Schwein. Wie ihr gesehen habt, unsere Tränen sind schon wieder rot. Die Telepille hat uns gerade zu dem Punkt für den Geheimraum geführt. Ja, One-Up! Wie man es von Mario kennt, ein One-Up-Pilz beschert uns ein extra Leben. Und da behalten wir alle Herzen, die wir, also die Menge an Herzen, die wir gesammelt haben, behalten wir da. Schon ganz geil. Und ich will jetzt mal gucken, ob wir eventuell Glück haben. Jawohl! Der Super Geheimraum.
grenzt immer bloß an einen einzigen Raum an, nicht so wie der Geheimraum. Und ja, da kann von einem kompletten Raum voller Herzen bis hin zu sowas, kann da alles Mögliche drin sein. So, und wir werden uns jetzt mal mit unseren 5,5 Herzen, dem Game-Kit und den One-Up dem Boss stellen. Das finde ich jetzt gemein. Hat er einfach mal gecheatet hier. Für mein ist gemein. So, ich kann das jetzt ausnutzen, dass da zum Beispiel Fliegen spawnt, indem ich die dann kille, damit ich dem Boss mehr Schaden mache. Wie man sieht, das geht doch schon etwas schneller, ja. Man sollte natürlich auch versuchen, sich nicht von dem Boss unbedingt treffen zu lassen oder von den Fliegen. Aber es sieht doch gut aus. Und die apokalyptischen Reiter haben die Besonderheit, dass die immer einen Cube of Meat fallen lassen. Was erst so ein Würfel ist, der um einen fliegt, und je mehr Cube of Meat man aufsammelt, desto mehr wird er zu so einem Fleischzombie, wie sie einen auch als Gegner verfolgen. So, und das wird auf jeden Fall der letzte Run, den wir in dieser Aufnahme machen. Wir schauen einfach mal, wie sehr wir es schaffen. Natürlich wollen uns die Fliegen gerade hart aufs Schwein gehen. Der Cube of Meat kann uns aber auch helfen. Der ist quasi so zum Teil eine Art Schutzschild. Das heißt, wenn der Cube of Meat Gegner berührt, wie gerade die Fliege, zerstört er die einfach. Und die Trollbombe war fies. In diesem Raum sehr fies. Kannst du mal aufhören, Spinn zu spawnen, du elender Sack? Komm, stirb. Du fängst gar nicht erst an. So, und jetzt haben wir natürlich keinen Schlüssel, um den Goldbaum zu öffnen. Das heißt, wir werden uns mal noch ein bisschen hier auf. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben den Schlüssel, um den Goldraum zu öffnen. Wir mussten zwar eine Bombe investieren, aber das ist relativ egal. Weil hier gibt es relativ tolle Items. Und ich tausche jetzt mein Gamekit mit dem Book of Shadows. Book of Shadows gibt uns ein, ich weiß gar nicht, für 5 Sekunden oder was, einen Schild, wo wir absolut keinen Schaden erleiden. Und das ist doch in meinem Fall recht awesome. Und da haben wir sogar noch einen Schlüssel bekommen. Ja. Ja, ist okay. Boah, und jetzt habt ihr alle Steine weggesprengt, dass Sturtner rankommen. Elende Huren. Mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Und natürlich ist er der Geheimraum. Ist natürlich geil. Der Pilz macht ja, dass wir ein Leben mehr bekommen. Und bei dem Ankh ist es quasi genauso. Bloß wir spawnen als ein anderer Charakter, als das Blue Baby. Und haben dadurch bloß Seelenherzen. Ist auch ganz nett, aber ist natürlich höllisch schwer, weil jedes Herz, was wir aufsammeln, bringt uns nichts. So. Och, schon wieder so ein Fliegenraum. Und fette Spinnen. Da, hau ab. Ich wundere es gerade extrem, dass ich das so durchhalte. Boah, und dann droppt kein Item da. Könnte man zum Tier werden. Ich probiere gerade einfach mal mein Glück, ob hier eventuell da. Nee, der super Geheimraum ist. Das musste ja so passieren. Aber wir haben ja den One-Up-Pilz, der uns ein neues Leben beschert.
mit allen Items, die wir gesammelt haben, einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. So, nach dem Motto. So, und ihr geht jetzt mal drauf hier, ihr elenden Huren. Du. So. Und mit den 5 Münzen will ich doch gerne mal im Shop vorbeischauen. Einfach, weil ich mir so denke, wir schaffen das sowieso nicht mehr allzu weit. Meine dumme Meinung, aber... ja, werden wir sehen. Und wir holen uns das Herz. Einfach, weil wir da jetzt ein Herz mehr haben und... kann ja nie schaden. Vor allem, wenn man kurz vor einem Boss steht. Mal gucken, was wir diesmal kriegen. Wir sind halt mittlerweile in den Katakomben. Ja. Und wir kriegen der Husk. Quasi eine etwas andere Form von dem Duke of Lies. Und ja, der ist sogar in der schwarzen Champion-Fassung. Das heißt, er spawnt vermehrt diese Bombenfliegen. Bumm. Was mir gerade etwas aufs Schwein geht. Ah! Total verwirrt. Boah, jetzt gehe ich wohl hier bei dem Boss noch drauf oder was? Ja, bin drauf gegangen, aber hab ja den Ankh und dadurch starten wir als Blue Baby mit 2, 4, 5 Herzen. Aber halt Soul Hearts. Und jetzt haben wir bloß den normalen Husk. Da dürfte etwas einfacher zu besiegen sein. Mich würde es freuen, wenn der ein paar Fliegen spawnt. Weil Fliegen heißt für mich Schaden. Vor uns hat er nur solche hässlichen Bombenfliegen gespawnt, ne? Und jetzt... ach, jetzt kommt sogar noch eine Spinne mit dazu. Miet. Und ihr habt gesehen, wir haben ein HP und Tears Up, aber... das HP-Up ist automatisch zu ein Soul Heart geworden. Weil wir sind Blue Baby. Der schwerste Charakter, den es hier zu spielen gibt. Ach komm, geht drauf, drauf. Und hier haben wir einfach mal 2 Kisten. Und eine Pille und viel Money. So. Bombs or Keys, das heißt, wir haben jetzt eine Bombe, aber keinen Schlüssel mehr. Eieiei. Und 9 Münzen besitzen wir. Ja, und das sind die, was ich angesprochen habe, die bloß diagonal schießen. Das heißt, es ist gerade in so einem Raum die easy peasy. Hier haben wir einen Schlüssel, den könnten wir uns eventuell holen. Komm, geht's drauf. Geht doch. So, hier kriegen wir sogar noch eine Bombe in den Rachen geworfen. Und natürlich wieder diese grünen Bastarde. Nicht mit mir, ich hab mein Schild. So. Ja, das Schild, der kann halt in manchen Momenten doch sehr hilfreich sein. Wie man sieht. Erstmal kümmern wir uns um den, der uns folgt. Weil die anderen, die stehen bloß doof in der Ecke rum. Wie man ja sieht. Schießen zwar auch ab und an mal, aber stehen bloß doof in der Ecke rum. Und hier als etwas andere Version. Wie diese Nester halt. Oder es sind halt diese Nester.
Cursed Skull. Ja, den nehmen wir einfach mal mit, weil wir ja sowieso nichts haben und schon drüber gelaufen sind. Ich nutze einfach die Bomben, um diese zwei Pillen freizusprengen. Einfach weil ich die Hoffnung habe, dass das. Scheiße. Dass das gute Pillen sind. Boss of Steel, ja, das ist ganz gut. Boss of Steel gibt mir zwei Seelenherzen. Und das ist gerade für meine Verhältnisse hier als Blue Baby ganz okay. So. Maximal eine Stunde darf ich jetzt noch aufnehmen, weil dann ist Besprechung, XSC-Besprechung. Schauen wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Sieht ja gerade gar nicht so schlecht aus, aber ich kenne das Spiel viel zu gut, um das, um zu sagen, ja, das schaffen wir. Einfach weil es in jedem Augenblick kann das einen voll in die Schnauze hauen. Stirb. Du auch. Natürlich kommt da jetzt ein Item. Doctor's Remote. Da sich unser Schutz ja jetzt sowieso verbraucht hat, nehmen wir das einfach mal mit für den Bossfight. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 Herzen. Ich hoffe doch, dass wir den Bossfight schaffen. Einfach mal schauen. Ist halt immer wieder, am Anfang denkt man, boah, so geile Items, und dann stirbt man 100 Mal und dann halt. Jawohl, und das. Nein! Der Kurs ist geil. Ah, verdammt! Sobald ich Schaden erleide, werde ich aus dem Raum teleportiert, weil das halt bei dem so ist, wenn man nur noch ein halbes Herz hat. Also ein normales halbes Herz, wird man aus dem Raum teleportiert. Dadurch, dass ich aber gar keine Herzen habe, werde ich bei jedem bisschen Schaden aus dem Raum teleportiert. Und das ist scheiße. Richtig heavy scheiße. Weil jetzt meine Doctor's Remote hat eigentlich schon so geil Schaden zugefügt. Vorsichtig, vorsichtig. Ich hätte ihn nicht mitnehmen dürfen. Aber ich bin halt auch schon so halb drüber gerannt. Deswegen ist das schwer, das dann zu ignorieren. Das war really, really knapp. Aber wenigstens zählt hier Bloody Last mit. Ach, nämlich ein bisschen mehr Schaden jetzt mittlerweile an den. Und jetzt ist es bloß noch einer. Und gleich gar keiner mehr. Komm, geht drauf. Nein! Ah, der ist noch drauf gegangen. Nein! What the fuck, der ist noch drauf gegangen. Ich hab das gesehen und gehört. Ihr sicherlich auch, ihr könnt zurückspulen. What the fuck, ey. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, ah, warum hast du das Item mitgenommen? So. Ausgeschaltet hier. Ja, ich muss mich gerade etwas konzentrieren, deswegen ist gerade mein Kommentieren etwas geringfügiger. So, du Nutte. Komm her. Woll. Kleiderhaken heißt, wir schießen mehr Tränen. Alter Verwalter, bei jedem Schaden aus dem Raum teleportiert werden, ist natürlich scheiße. Ja, und das sind Masken und dazugehörige Herzen. Das heißt, wenn man die Maske zerstört, das Herz zerstört,
wird auch dazu die passende Maske zerstört, aber ja, erstmal dazu kommen, gerade bei so einer Item-Kombination. Boah, ich werde hier dran noch krepieren. Was gibt's denn hier? Ein Kompass? Nee, scheiß auf den Kompass. Ich werde hier dran krepieren, das sag ich euch, wegen dem Cursed Skull. Weil dadurch immer wieder die Gegner resettet werden. Ich krepiere. Ich werde krepieren. Es ist zum Mäusemelken. Ich sag's euch. Zum fucking Mäusemelken. So. Ja. Ist okay. Bei den Fliegen ist es halt so, wenn man sich da relativ immer stillstehend verhält, treffen die eben. Boah, ja. Ist okay. Fickt euch doch, ey. Fickt euch hart. Ja, und jetzt noch sowas. Das war's. Aber trotzdem habe ich das weit geschafft mit Blue Baby. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in Isaac. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Steaming Around wieder, was eventuell Gotham City Imposters wird. So eine kleine Batman Team Fortress Free-to-Play-Sache. Also macht's gut und tschüss.